Bei der Bolle de Corso ist natürlich die Zellergun Dressur Matinee mit dem Grand Prix und mit der Grand Prix Kür. Und ein ganz, ganz ausgeglichenes Feld ohne klare Favoriten, oder? Ja, das ist richtig. Im letzten Jahr gab es eine haushohe Favoritin mit Isabel Wert, die auch natürlich dann als Siegerin vom Platz ging. Das ist dieses Jahr anders. Wir haben ein paar jüngere Pferde, ein paar jüngere Reiter, ein paar erfahrenere Reiter. Wir haben auch zwei Reiterinnen aus der Region, die allerdings nie für Deutschland am Start sind international, nämlich eine Reiterin für Finnland, die Christina Böckmann, und Christy Oatley, Australierin, und die schon sehr lange in Hamburg lebt, aber auch in Rio am Start war. Dann haben wir eine frisch gebackene Europameisterin der unter 25 Reiterin. Das ist nämlich Nadine Husenbeet aus Sottrum. Und zwei weitere jüngere Kandidatinnen, Kathleen Keller und Svenja Peper und Wolfgang Schade hier aus der Region. Also es ist sehr, sehr gemischt, und auch noch einige aus Westfalen, Andrea Timpe zum Beispiel, und aus dem B-Kader, National-B-Kader, Jan-Dirk Gieselmann. Vor der Grand Prix Kür am Sonntagmorgen gibt es das LVM-Cup-Finale Dressur. Hat die Bundestrainerin Zeit, sich die Junioren zumindest mal ein paar anzugucken? Bei denen schwingt ja ordentlich Adrenalin mit. Ja, ich hoffe, dass ich rechtzeitig da bin. Das wird so ein bisschen an dem Verkehr liegen, denke ich, weil die Strecke ist recht lang und es sind viele Baustellen. Aber ich versuche, pünktlich da zu sein und da vielleicht noch die letzten von den Reiterinnen und Reitern dort mitzubekommen. Aber dann natürlich die große Kür am Sonntag, Cellergun-Matinee mit dem Finale quasi in der Kür. Vielen Dank, Monika Theodorescu, und viel Spaß in Kiel. Dankeschön. Gerne.